Wunderschönen guten Morgen, liebe Meisterinnen und Meister. Herzlich willkommen zu unserer Akademiesitzung. Wir haben heute wieder die große Freude, den wunderbaren Kurt Tepperwein live dabei zu haben. Guten Morgen, lieber Kurt. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen an alle natürlich. Ja, ihr wisst ja, unter der Überschrift Erwachendes Bewusstsein im Alltag sehen wir uns so ein paar Fragen und Gegebenheiten an, wie ein erwachendes Bewusstsein damit umgehen würde und was euch sonst noch so einfällt. Und sind wir sehr dankbar, dass Kurt da heute mit dabei ist. Ja, wir können ruhig beginnen. Da hätte ich eben schon darauf hinweisen können. Hebt gerne eure Hand. Und dann können wir mit den Fragen beginnen. Ach schön, da haben wir schon den Michael direkt. Ja, hallo, schönen guten Morgen auch nochmal. Hallo, Herr Tepperwein, schönen guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aufgeregt, weil zum ersten Mal Herrn Tepperwein live zu erleben, das ist für mich schon was Besonderes. Also zum einen, ich habe mitbekommen, Sie haben am 3. Oktober Geburtstag gehabt. Da wünsche ich Ihnen erstmal noch nachträglich alles Gute, auch wenn schon wieder ein Monat her ist. Mögen Sie dauerhaft in Ihrem optimalen Zusammensein sein. Ich habe ja keinen Geburtstag, ich bin ja nie geboren worden. Sie meinen also, mein Erfahrungsinstrument Körper hatte da Geburtstag. Ja, okay. Ich habe folgende Frage. Und zwar habe ich letztes Jahr unter Hypnose mitbekommen, dass ich verflucht wurde. Unter Hypnose wurde das bearbeitet und wahrscheinlich entfernt. Aber ich habe eine gewisse Unsicherheit, dass ich das immer noch irgendwie mit mir schleppe und nicht alles rund läuft. Wie gehe ich damit um? Ganz einfach, das gilt für alle. Wir sollten jeden Morgen, so wie wir uns duschen und danach anziehen, sollten wir ein Lichtkleid anziehen, das uns schützt vor allem, und dieses Lichtkleid so erleben, dass das nicht nur wie ein Kleid außen ist, sondern dass das jede Zelle des Körpers erfüllt. Und dass es also von innen heraus den Körper reinigt und alles, was da nicht reingehört, auflöst. Und wenn wir das jeden Tag machen, dann sind wir bereinigt, gehen gereinigt durch den Tag und sind gleichzeitig geschützt vor äußeren Einflüssen. Okay, das klingt einfach. Ja, muss man nur dran denken, jeden Morgen. Das muss zur Gewohnheit werden, genauso wie Zähne putzen und duschen anziehen. Gleichzeitig natürlich das Lichtkleid anziehen. Ja, duschen tue ich immer abends, das ist vorzugsweise, aber das spielt keine Rolle. Im Grunde das Lichtkleid anziehen morgens. Ja, ich meinte ja nur, dass es wie Duschen zur Gewohnheit geworden ist. Ja, die Gewohnheit einführen. Okay, alles klar. Schönen Dank, Herr Tepperwein. Wunderbar. Oder wie die Gewohnheit, alles zu segnen vom Essen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier den Marcel. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Lieber Kurt, ich habe eine Frage, und zwar, wie gehe ich mit meinem Ehepartner um, den ich sehr liebe, aber der ist total wütend auf mich jetzt. Wie gehe ich mit einem Ehepartner um, also meiner Frau, die wütend auf mich ist, weil ich zum Thema Corona eine ganz andere Einstellung habe und mich nicht impfen lassen möchte und die auch meine persönliche Entwicklung als esoterischen Quatsch abtut, aber und nicht mehr will, dass ich den Weg des Bewusstwerdens weitergehe und dafür Zeit auch aufwende. Also erstens einmal, indem ich mir bewusst mache, dass es ganz normal ist, dass ein anderer eine andere Sichtweise hat, einen anderen Standpunkt, eine andere Meinung, dass ich erst einmal akzeptiere das Anderssein des anderen. So, und jetzt ist ja eigentlich da gar keine Schwierigkeit. Sie glaubt, das ist Quatsch, weil sie es nicht erkennen kann. Und das ist vollkommen normal. Das heißt also, der Grad ihres Erwachens ist noch nicht so weit, dass sie diesen Teil der Wirklichkeit erkennen kann. Also sind sie wahrscheinlich zusammen, um ihr vorzuleben, nicht zu erzählen, zu sagen, sie zu überzeugen, das geht nicht, sondern ihr vorzuleben, dass das, was sie leben, funktioniert. Denn die Wirklichkeit heißt ja Wirklichkeit, weil sie wirkt. Also wenn sie in der Wirklichkeit leben, dann funktioniert ihr Leben besser und dann muss sie mit der Zeit einsehen,
ja, da muss irgendwas dran sein. Bei dir funktioniert das ja wirklich gut. Und so können sie ihr helfen, sich selbst zu entwickeln. Danke. Wunderbar, vielen Dank. Die Alicia sehe ich jetzt hier, Alicia B. Hola, guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen. Hallo. Ja, danke Kurt für alles, die ganzen Impulse, die uns immer geben. Also gut, ich gebe los. Und zwar, ich möchte selbstständig sein. Ich bin ganzheitliche Ernährungsberaterin und ich möchte zum zweiten Mal versuchen, oder ich möchte dieses Mal nicht versuchen, sondern ich möchte selbstständig sein und an das arbeiten, was ich für mich, das, was ich für mich mag. Das Problem ist, dass ich habe anerkannt, dass mein Ego abhängig ist. Es ist abhängig und ich mache die ganzen Situationen, damit ich immer abhängig bleibe. Abhängig von meinem Mann, abhängig von einer Arbeit, abhängig, was die anderen sagen. Also ich erschaffe immer wieder Situationen, damit ich abhängig sein kann. Also ist es nicht in mir vorgegeben, dass ich selbstständig sein kann. Meine Frage ist, wie kann ich diese Abhängigkeit überwinden? Also, diese Abhängigkeit ist nicht existent, sie ist Illusion. Das heißt, Sie sind nicht abhängig von Ihrem Ego, sondern das Ego ist ein Teil Ihres Erfahrungsinstrumentes. Und das Ego kann durchaus unselbstständig bleiben. Das kann durch seine Meinung behalten, kann genauso bleiben, wie es ist. Das Einzige, was Sie tun sollten, ist, den Stecker der Identifikation mit dem Ego ziehen. Also sich bewusst machen, ich bin nicht mein Ego, sondern ich habe einen Verstand, ich habe einen Körper, ich habe ein Ego, aber ich bin der Besitzer, der Benutzer, der Erfahrene. Ich habe auch ein Ego, ein Verstand, eine Persönlichkeit. Natürlich, das brauchen wir hier als Erfahrungsinstrument, aber ich bin damit nicht identifiziert. Mein Körper, mein Verstand, mein Ego, das sind meine Freunde. Ja? Und Freunde können durchaus anderer Meinung sein. Ein Freund kann unselbstständig sein, aber ich kann selbstständig sein. Die andere Frage ist, womit haben Sie denn Ihre Selbstständigkeit bisher verursacht? Weil es kann ja nur geschehen, das, was verursacht wurde. Was nicht verursacht wurde, kann nicht geschehen. Selbstständigkeit ist ja eine Wirkung, der muss eine Ursache vorausgehen. Also fragen Sie sich mal, womit habe ich meine Selbstständigkeit verursacht? Und dann werden Sie sehen, haben Sie nicht. Denn wenn Sie sie verursacht hätten, wäre sie ja da. Also, ja, genau. Eben. Also heißt das, ich habe sie noch gar nicht verursacht. Ich habe sie mir gewünscht. Ich habe sie mir vorgestellt. Ich hätte das gerne. Aber wenn Sie ein neues Kleid haben wollen und stellen sich vor, wie das aussieht und dass das schön wäre, dann haben Sie es ja immer noch nicht. Sie müssen es kaufen. Also hier müssen Sie jetzt Ihre Selbstständigkeit verursachen. Also zwei Schritte. Erster Schritt, Ihr Ego kann ruhig unselbstständig bleiben. Das ist Ihr Freund, der hat diese Meinung, diese Haltung, diese Einstellung. Das ist völlig in Ordnung. Sie brauchen Ihr Ego nicht überzeugen. Aber Sie können jederzeit selbstständig werden. Aber der erste Schritt dazu ist immer, dass ich es verursache. Und noch einmal, wie geht verursachen? Indem ich A, Zielklarheit schaffe. Die meisten scheitern an dieser Frage schon. Sie wissen genau, was sie nicht wollen. Ich will nicht mehr unselbstständig sein. Aber das ändert ja nichts. Sondern wie sieht denn Selbstständigkeit aus? Was heißt das für mich? Kann ich das von zu Hause aus machen? Brauche ich dafür ein Büro, eine Praxis, andere Räume? Mache ich das nach Feierabend? Oder wie sieht das aus? Also Zielklarheit. Erstmal, Sie können nicht in eine Boutique gehen und sagen, ich hätte gern was Nettes zum Anziehen. Dann sagen die ja, okay, also was soll es denn sein? Kleid, Bluse, Hose und so weiter. Ja, okay. Also Sie müssen schon Zielklarheit schaffen. Und dann kommt der entscheidende Schritt. Das bewirkt immer noch nichts, dann haben Sie nur Klarheit. Sie müssen das Gewünschte jetzt geistig in Besitz nehmen. Geistig in Besitz nehmen heißt, ich erlebe mich
im erwünschten Endzustand. Das heißt, in der Vollkommenheit, nein, hier in der Selbstständigkeit. Ja, ich erlebe mich in meiner Form der Selbstständigkeit. Und, nächster Schritt, verbinde das mit einem starken Gefühl der Dankbarkeit, der Freude, der Erleichterung. So, denn meine gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Also mit Zielklarheit stelle ich fest, was ich will, indem ich es geistig in Besitz nehme und mich in der Erfüllung erlebe, in der erfolgten Erfüllung, ja, nehme ich es in Besitz. Und jetzt ist es Teil meines So-Seins, meines Lebensfilms. Und jetzt kann mir das Leben die Erfüllung nicht mehr verweigern, weil ich sie mir schon zu eigen gemacht habe. Und jetzt bleiben Sie einfach nur in der Gewissheit, so, das ist verursacht. Also wo bietet mir jetzt das Leben die Gelegenheit? Und dann muss das Leben Ihnen eine Gelegenheit bieten, eine Tür öffnen in die Selbstständigkeit. Ja, und dann brauchen Sie bloß noch eintreten. Ja, okay. Vielen Dank. Das habe ich schon irgendwann oft einmal gehört. Aber irgendwie, jetzt ist aber okay, das stimmt. Ich muss meine Imagination benutzen. Und, ja, genau. Ja, ja, nicht nur Imagination. Und das Gefühl. Ja, also wirklich alle Schritte. Imagination heißt ja. Vorstellung. Wenn Sie sich etwas vorstellen, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, dann steht das nur da vorne. Aber das ändert noch nichts. Also ich muss es schon in Besitz nehmen. Ich muss es mir zu eigen machen. Ich muss mich im erfolgten Erfolg erleben und drinbleiben, bis es Realität ist. Gut. Vielen Dank. Okay. Ja. Zauberhaften Dank. Dann nehmen wir jetzt die Ira, steht hier vorne. So, hallo, liebe alle, lieber Kurt, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Meine Frage, meine Tochter, die ist 17, die studiert recht weit weg. Ich will mir keine Sorgen um sie machen. Sie wird jetzt bald 18. Und wie kann ich ihr zum Geburtstag ein perfektes Wortgeschenk formulieren? Weil Kurt spricht immer von Wortgeschenken und ich überlege, was kann ich ihr sagen, um ihr einfach einen guten Start in das neue Leben zu geben? Indem sie auf ihr Herz hören und sich einmal aufschreiben, was wünsche ich denn meiner Tochter von Herzen alles? Das ist ja nicht nur ein guter Start oder ein erfolgreiches Studium, das ist kein Wortgeschenk, das ist ein Satz, sondern das sind sicher viele Punkte, die sie ihr wünschen. Eine liebevolle Umgebung, dass sie sich wohlfühlt in ihrer neuen Situation, dass sie erfolgreich ist, dass sie diesen Erfolg auch genießt und so weiter. Also sie machen sich einmal in Ruhe mit einem Blatt Papier bewusst, welche einzelnen Schritte sie ihr alles wünschen. Und das schreiben sie sich auf und dann können sie ihr das in der richtigen Reihenfolge sagen. Wunderbar. Danke. Okay. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vorne. Ja, herzlichen Dank. Ich begrüße dich, Kurt und Sami, herzlich. Ich habe eigentlich keine Frage. Ich möchte mich nur bedanken für den Weg, den ich bisher habe können und lassen. Und ich möchte mich auch besonders bedanken für das Kamingespräch von heute Morgen. Das war wieder mal wunderbar. Mir aus dem Herz gesprochen. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Vielen herzlichen Dank, Kurt, für deine Hilfe und auch dir, Sami, für deine Hilfe. Das ist der richtige Weg. Und wir könnten noch gerade einen Schritt miteinander tun. Diejenigen, die jetzt schon Fragen gestellt haben und die auch die zugehört haben, machen Sie sich einmal bewusst, Sie haben die Frage gestellt, weil Ihr Verstand die Antwort nicht weiß. Klar. Aber gleichzeitig, wenn Sie hinschauen, sehen Sie, ja, ich Bewusstsein hätte das aber gewusst. Ja, also hätte ich die Frage gar nicht stellen brauchen. Das heißt, wir sind zu zweit, mein Verstand hat eine Frage und ich Bewusstsein kann die beantworten. Also kann ich meinem Verstand alle Fragen selbst beantworten. Und das ist ein fantastisches Abenteuer, dass wir erkennen,
Ja, aber das weiß ich ja alles schon. Nur mein Verstand weiß das nicht. Und deswegen sollten wir unsere eigene Größe erfahren, erkennen, unsere Möglichkeiten, unser Potenzial wecken und nicht so begrenzt leben, wie das Ich ist. Das Ich ist begrenzt, das kann nicht vollkommen werden. Aber machen Sie sich einmal bewusst, Sie sind alle von Ihrem wahren Wesen her absolut vollkommen. Wir sind alle ein ungetrennter Teil des Allerhöchsten, des Ursprungs, der Quelle. Vollkommenheit ist unser wahres Wesen. Also ist alles Unvollkommene unnatürlich und falsch und verursacht erst die ganzen menschlichen Probleme, die wir dann als normal ansehen und Schicksal nennen. Aber die haben wir selbst verursacht, indem wir nicht erkennen und nicht leben in unserer eigenen natürlichen Vollkommenheit. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, ganz wundervoll. Den Georg habe ich hier, Georg F. Guten Morgen alle. Vielen Dank, Herr Depperwein, dass Sie so geduldig unsere Fragen beantworten. Ich schließe jetzt schon etwas an die Frage bzw. die Antwort, die Sie gerade gegeben haben, an. Und zwar, wir reden doch immer, dass wir uns erinnern sollen, wer wir wirklich sind, beziehungsweise ja, dass wir höheres Bewusstsein sind. Und wenn wir uns erinnern, wird diese Erinnerung oder wie wird diese Erinnerung dann in unseren Verstand transferiert, dass der das auch weiß oder sich erinnern kann? Also der Verstand kann sich nicht erinnern, weil der ist ja erst in diesem Leben entstanden. Der weiß nichts von Bewusstsein und von Vollkommenheit und von Zuhause. Also verlangen Sie nicht von ihm, dass der sich erinnert, das kann er nicht. Sondern Sie erkennen, aber ich bin kein Verstand, der sich nicht erinnert, sondern ich habe einen Verstand, der sich nicht erinnern kann. Aber ich bin der, der sich erinnern kann. Ich bin Bewusstsein und ich erinnere mich als Bewusstsein. Also wenn Sie es als Verstand versuchen, dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil der Verstand das nicht kann. Aber wenn Sie erkennen, wer Sie wirklich sind, machen wir es noch einmal gerade. Sie sind der, wir alle, ja, Sie sind der, der irgendwann zu Hause sich entschieden hat, als reine Existenz, als bewusste Energie, ja, die Schule des Lebens hier zu besuchen. Da gab es weder ihren Körper, noch ihren Verstand, noch ihre Persönlichkeit, noch ihr Ego. Da gab es vielleicht nicht mal ihre Eltern, aber sie gab es. Sie haben sich entschieden. Und jetzt sind sie vorübergehend hier zu Gast, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen, vor allem die Erfahrung der eigenen natürlichen Vollkommenheit. So. Aber immer in dem Bewusstsein, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Das ist mein Erdenkleid, das habe ich erst hier bekommen. Ich sollte mich also nicht mit meiner Kleidung identifizieren, sondern ich bin der bewusste Träger, der Besitzer, der Benutzer. Ich bin der Erfahrende. Und in diesem Bewusstsein, heißt, habe ich mich erinnert. Dankeschön. Ja, wundervoll. Ja, das Wort erinnern wird ja immer mit dem Verstand verknüpft und wir schreiben es ja mit dem Bindestrich dazwischen. So machst du das ja immer, lieber Kurt, also das Erinnern. Die Claudia habe ich hier vorne stehen. Liebe Claudia. Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle. Lieben Dank, dass ich dabei sein kann. Und ich habe folgende Frage. Woran hindere ich mich noch im Moment, den perfekten oder passenden Partner für mich ins Leben zu ziehen? Also Bewusstsein will keinen perfekten Partner haben, sondern den richtigen. Nur das Ego hätte gern perfekten, angenehmen und so weiter. Das ist, der Richtige muss nicht unbedingt immer angenehm sein. Ich weiß. Ja. Wichtig ist, dass es der Richtige ist, damit das Richtige geschehen kann. Denn wir sind nicht hier, um einen liebevollen Partner zu finden, der mich verwöhnt, wo wir Händchen halten,
glücklich durchs Leben tänzeln, das ist nicht Aufgabe einer Schule. Ja? Man kann sich auch noch wohlfühlen, natürlich, das stört nicht, aber Ziel ist es, hier was zu lernen. Das heißt, der richtige Partner ist der, mit dem sich beide schneller, leichter entwickeln können, zu Bewusstsein kommen können, sich erinnern können. Also sollten Sie nicht mehr einen Perfekten verursachen, einen angenehmen, sondern den richtigen. Aber wenn Sie dem Richtigen begegnen, vielleicht sind Sie dem schon begegnet, solange Sie selbst nicht die Richtige sind, passiert ja nichts. Weil der, sucht ja auch die richtige Partnerin. Mhm. Und wenn Sie nicht bereit sind, dann nützt die Begegnung gar nichts. Das heißt also, Sie müssen den ersten Schritt tun und sehen, bin ich denn eine ideale Partnerin? Was heißt das eigentlich? Was müsste ich da noch mehr tun? Ja, vor allen Dingen eben nicht mehr in der Illusion des Ich leben, sondern erkennen, wer ich wirklich bin und leben als ich selbst, zu Bewusstsein kommen und als bewusster Beobachter in der Wahrnehmung sein. Und ab dann sind ja alle Fragen gelöst. Dann nehme ich ja wahr, ob der andere der Richtige ist. Nehme wahr, wo der andere gerade ist, wann wir uns begegnen. Ich kann ja alles wahrnehmen, indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte. Also dann stellt sich die Frage nicht mehr. Die Frage ist also, bin ich die ideale Partnerin? Und das bin ich in dem Moment, wo ich zu mir selbst erwacht bin und in der Wahrnehmung bin. Dann bin ich bereit für den anderen. Und dann sollte man erst dem idealen Partner begegnen. Ganz lieben Dank an Sie. Wundervoll, vielen Dank. Ja, das war jetzt die andere Claudia, die eigentlich gemeint war, die Claudia S. Genau. Hallo, ich hatte mein Mikrofon. Ganz kurz noch einmal eine Information für euch. Also während Kurt spricht, macht euer Mikrofon aus. Also diese Rückmeldung, bitte nicht, weil da wird der Kurt unterbrochen. Zoom überträgt nur eine Tonspur. Ne? Okay, Claudia, bitte. So, hallo. Ja, erstmal vielen Dank auch, dass ich hier meine Frage stellen darf, lieber Kurt Tepperwein, und dass Sie uns helfen auf dem, ja, auf dem richtigen Weg. Mein Körper hat noch so gesundheitliche Probleme. Ich habe Arthrose in den Fingern und habe Osteoporose und kann nicht erkennen, wie ich das ändern kann, was ich da tun kann. Indem Sie die Botschaft des Körpers verstehen und befolgen, wo ist das Problem? Ich verstehe die Botschaft nicht so ganz, also was ich ändern soll oder was ich ändern kann. Okay. Was haben Sie denn bisher getan, um die Botschaft zu verstehen? Welche Bücher haben Sie gelesen? Die Botschaft meines Körpers, was dir deine Krankheit sagen will, da steht das doch alles drin. Da brauchen Sie bloß alphabetisch nachschlagen. Also nicht einfach eine Frage stellen, sondern selber die Voraussetzungen schaffen. Die habe ich auch schon, die habe ich auch gelesen, aber über Osteoporose bin ich da irgendwie, da habe ich nicht so richtig was gefunden. Eigentlich brauchen Sie gar nichts finden, sondern stellen wir uns doch mal ganz dumm, der Körper spricht in einer Sprache, die ein 10-jähriges Kind verstehen kann. Er erwartet nicht, dass wir Medizin studiert haben und dass wir uns in Anatomie auskennen, sondern fragen wir also mal ganz dumm, was ist denn Osteoporose? Ja, werden die Knochen porös. Ah, also es betrifft die Knochen. Wozu haben wir die denn? Die haben wir, damit der Körper stabil ist. Ah, das heißt also, meine Körperstabilität ist porös, ist nicht gegeben. Okay. Das heißt also, jetzt muss ich übersetzen in mein Leben, wo bin ich denn nicht stabil in meinem Leben? Wo ruhe ich nicht in mir? Die erste Frage für mich wäre immer, lebe ich denn wirklich als ich selbst oder bin ich noch gelegentlich im Ich? Wenn ich da nicht sicher bin, kann es vorkommen, dass Sie sich gelegentlich noch ärgern? Ja, das kommt doch noch ab und zu vor, ja. Okay, machen Sie sich manchmal Sorgen?
Ja, auch noch. Ja, aber das kann alles nur ein Ich. Also wenn Sie nicht im Ich wären, würde das ja nicht möglich sein. Ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert. Und seitdem ist das nicht mehr vorgekommen. Das heißt also, Ihre Stabilität liegt darin, dass Sie noch immer wieder oder häufig, müssen Sie selber wissen, im Ich-Leben, in der Ich-Identifikation, also in der Illusion. Ich hier, aber die ist müde. Okay, ich rufe gleich zurück. Tamam, ich habe gerade einen Anruf. Entschuldigung, das habe ich jetzt mal stumm geschaltet, das iPad. Ach so, Kurt, jetzt ist es bei dir auch stumm. Wie kommt das denn? Moment. Ich kann das ja wieder aufheben. Ja, wunderbar. Okay. Gut, also, das heißt also, ich muss hier einfach damit umgehen, mit dem, was ich weiß. Also Knochen betrifft das, Stabilität betrifft das, okay. Und dem Ich kann ich Stabilität nicht beibringen. Das ist unvollkommen und das weiß das auch. Also muss ich zu Bewusstsein kommen. Und in dem Moment, wo ich lebe als der bewusste Beobachter, bin ich ja in der Wahrnehmung. Und dann kann ich diese Frage nicht mehr stellen, was bedeutet Osteoporose, sondern dann kann ich ja wahrnehmen, was es bedeutet. Und das ist, und dann kommt die Stabilität ganz von selbst, die ich habe. Und dann erst kann mein Körper heilen, können die Knochen in Ordnung kommen, weil ich jetzt die Stabilität reingebracht habe durch mein wahres Sein. Okay, gut. Wundervoll. Vielen tausend Dank. Gerne. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich hier eine Resi, Uli und Roll. Okay. Guten Morgen, Sami. Guten Morgen, Kurt. Ich habe eine Frage. Mein Körper kann, die Augen kann keine Bilder sehen oder erkennen. Alles kann er sehen, außer die Bilder. Damit, da brauche ich deine Hilfe. Genau, also der Roll hat gesagt, das Auge kann keine Bilder erkennen, richtig? Sonst hilf nochmal, Uli, richtig? Ja, genau. Also. Ja, also einfach Sehschwierigkeiten, kann man sagen. Ne? Aber das Auge ist gesund. Das Auge ist gesund, hat aber Sehschwierigkeiten, genau. Obwohl es organisch gesund ist. Ne? Ja, genau, richtig. Also, die Frage ist, leben Sie normalerweise als Beobachter, als bewusster Beobachter und in der Wahrnehmung? Die Antwort lautet nein, sonst wäre das nicht. Also wäre das der nächste Schritt, der erstmal zu tun ist, mich nicht mehr mit meinem Körper zu identifizieren, sondern zu erkennen, ich habe einen Körper, der hat im Moment eine Aufgabe mit dem richtigen Sehen. Also bringe ich erst einmal meine Wahrnehmung in Ordnung. Dazu aber muss ich die Ich-Identifikation auflösen, indem ich lebe als bewusster Beobachter. Und als bewusster Beobachter bin ich in der Wahrnehmung. Und dann kann ich wahrnehmen, wie kann ich meinem Körper helfen, klarer zu sehen. Und dann beantworten sich all diese Fragen. Wie geht das, klarer zu sehen, die Sichtweise zu verändern? Beobachter sind. Dabei kann Ihnen der Sami gut helfen. Ja, da fehlt mir natürlich die Zeit. Das machen wir noch ein bisschen. Er kümmert sich dann darum. Genau, ja. Ja, vielen Dank, danke, ihr drei. Danke. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich hier die Justine einmal. Hallo zusammen. Guten Morgen, Herr Tepperwein. Hallo. Sehr schön, Sie live zu sehen. Ich habe aktuell gar keine Fragen. Ich wollte nur ein riesengroßes Dankeschön aussprechen für Sie, für Ihr Wirken, für Ihr Strahlen, für Ihre Energie, für all das. Das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, seit ich Ihnen zuhöre. Und Entschuldigung für diese Aufregung von meiner Persönlichkeit. Ich
bin noch ein bisschen im Ego, aber ich wollte mich einfach nur vom Herzen bedanken für Sie, für Ihr Wirken, für Ihre Akademie, für all das, was Sie für uns tun und für Ihren Einsatz. Und das kann ich alles auch gar nicht so richtig formulieren. Das ist einfach so eine Riesenwelle von Dankbarkeit für Sie, für Ihre Akademie, für diese Gemeinschaft und für Sami, für all das, womit Sie unser Leben verändern. Und Sie haben extrem viel verändert in meinem Leben. Ich bin mir sicher, in vielen anderen Leben. Und Sie bringen uns wirklich unsere Lebendigkeit, Sie helfen uns, zu unserer Lebendigkeit wieder zurückzukommen. Und dieses Erleuchten ist für mich Erleuchten von der Lebendigkeit, vom wahren Lebensfreude, Erleuchten von Augen. Und dafür, für all das und was ich alles noch nicht in Worte fassen konnte, riesengroßes Dankeschön. Danke sehr. Das, was Sie nicht in Worte gefasst haben, haben Sie sehr liebevoll, energetisch mir gerade mitgeteilt. Und es ist angekommen und ich bedanke mich dafür. Dankeschön. Ja, ganz zauberhaft. Die Manu sehe ich hier. Ja, hallo. Man hört dich. Meine Frage wäre, was tut man bei Krankheiten, die man jetzt nicht spürt und somit keine Mahnung vorher bekommen hat, wie zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs? Da hat man eine Mahnung vorher bekommen, man hat sie nur nicht bemerkt. Aber eigentlich wollten wir hier daraus keine Gesundheitsberatung machen. Ja. Aber okay, ich beantworte diese Frage noch einmal. Also fragen wir uns doch, wofür haben wir eine Gebärmutter? Also um welchen Bereich geht denn hier, in welchem Bereich ist diese Aufgabe? Ja, um ein Kind zu gebären. Ja, also Fortpflanzung im weitesten Sinne. Ja, das heißt also, da muss in der Beziehung Mann-Frau oder in meiner Beziehung zu mir als Frau eine Disharmonie sein. Und diese Disharmonie habe ich nicht bemerkt, denn Gebärmutterhalskrebs ist schon die vierte Mahnung. Da sind Mahnungen vorausgegangen, die ich dann nicht gesehen habe, aber spielt keine Rolle. Wenn ich die vierte Mahnung erkenne und befolge, dann ist es ja genauso geschehen. Also wo ist in meinem Intimbereich eine Disharmonie? Wo komme ich damit nicht gut zurecht? Das sollte ich in Ordnung bringen und dann sollte ich dankbar meiner Gebärmutter sagen, danke für die Botschaft, danke, ich habe verstanden und befolgt, alles ist in Ordnung und dann kann die Botschaft verschwinden. Okay, danke schön. Wunderbar. Die Alexandra sehe ich hier. Ja, lieben guten Morgen an alle, lieber Kurt. Ich habe eine Frage diesbezüglich, dass ich ab Januar arbeitslos sein werde und mir das regelrecht wirklich gewünscht habe von der Quelle, dass es so geschieht, dass ich weder wird mir gekündigt, noch muss ich kündigen. Das sind andere Umstände. Es könnte, wenn ich mich richtig reinhängen würde, auch noch weitergehen. Aber ich habe mir gewünscht, bei dieser Firma eben nicht mehr angestellt sein zu müssen. Jetzt ist es so, dass ich das Ego immer wieder reinfunkt und sagt, na ja, du möchtest dich ja irgendwann gerne selbstständig machen. Da fehlen dir aber die finanziellen Mittel, so wie bei anderen Menschen. Also der Vergleich mit anderen kommt da wieder sehr hoch. Und ich habe aber ein richtiges, starkes Vertrauen, dass alles richtig ist, seinen guten Weg gehen wird. Und worin ich noch hadere, ist mit der Zielklarheit. Das ist bei mir immer wieder so schwammig und ich komme da nicht auf so eine ganz konkrete Klarheit hin. Und wie könnte ich das erreichen, dass ich da ein bisschen ruhiger werde und diese Klarheit einfach auch spüre? Indem ich aufhöre, ein Ich zu sein. Ja, okay. Das ist das Problem da. Alles das, was Sie geschildert haben, betrifft nur das Ich. Ja, die Botschaft ist es eigentlich eine liebevolle Botschaft des Lebens
du menschelst gerade noch immer. Ja, rumichen hilft hier nicht. Du musst zu Bewusstsein kommen. Du musst erkennen, wer du wirklich bist. Du musst leben als der, der du wirklich bist, als Beobachter. Dann bist du automatisch in der Wahrnehmung. Und in der Wahrnehmung nimmst du ja das alles wahr, was jetzt sich als Frage sich stellt. Wie mache ich das am besten? Was genau gehört denn zu mir? Wann geht's los? Welche Voraussetzungen brauche ich? Alle diese tausend Fragen, die der Verstand hat, die beantworten sich, indem ich wahrnehme, aha, was ist wann, wie und in welcher Form zu tun. Und dann tun sie das Richtige zur rechten Zeit. Und da war nirgendwo ein Problem. Da war nur eine interessante Aufgabe und eine Chance zum Besseren. Okay, also darf ich einfach darauf vertrauen, dass ich das Vertrauen auch wirklich habe. Also das ist wieder mein Nein, nein, das Ego. Nützt gar nichts. Da reden Sie dem Ego zu. Keine Angst haben, das wird schon irgendwie. Nein, ich muss was ändern, ich muss zu Bewusstsein kommen. Also sind Sie ständig der bewusste Beobachter Ihres Lebens? Nein, sonst hätten Sie diese Frage gar nicht gestellt. Also hören Sie auf, rum zu ichen. Das sind Sie nicht, das ist Illusion. Und erinnern Sie sich, wer Sie wirklich sind und leben Sie als der, der Sie wirklich sind. Und dann tauchen diese Fragen gar nicht auf, weil sie die Antworten haben. Und okay. Da kann Ihnen auf dem Weg der Sami sicher helfen, wenn er Sie noch ein Stück begleitet. Alles klar. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank. Ja, wir können es nicht oft genug sagen. Es geht ums Aufwachen, aber die Illusion, wie Einstein schon sagte, ist sehr hartnäckig. Ja, den Marcel habe ich hier oben. Er schläft. Marcel? Ja. Ja, oder hat das vergessen? Ich glaube, er war ja schon einmal dran. Vielleicht war das nur eine. Dann nehmen wir den Julian, der ist der Nächste. Ja, hallo an alle. Ich wollte sich einfach mal persönlich bei Herrn Tepperwein und auch bei dir, Sami, bedanken. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Wachstum meine Seele schon durchgemacht hat, durch das, was sie und ihre Körper zur Verfügung stellen. Und ja. Eigentlich alles. Dankeschön. Okay, dann bedanke ich mich dafür. Das war sehr lieb. Danke. Ja, vielen Dank, Julian. Liebe Petra, bei dir wackelt es ein bisschen. Halt ruhig das Handy bitte still, dann kannst du das Mikrofon anmachen. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja, man hört dich. Ja. Genau. Vielen Dank an Herrn Kurt Tepperwein und an dich für diese immerwährende Güte und Geduld. Ich habe folgende Frage. Wie ist das, wenn ich aktuell krank bin, der Körper tut weh, dann ist es ja sehr schwierig, sich in dieser erfolgten Erfüllung zu fühlen, diese Dankbarkeit zu fühlen, weil ja der Schmerz im Körper doch vorhanden ist. Wie ist da es möglich, den ersten Schritt zu tun? Ja, also so geht es schon mal nicht, dass ich Sie wollen die Krankheit abstellen. Die Krankheit ist aber eine Botschaft. Eine Botschaft kann man nur abstellen, indem man die Botschaft erkennt und befolgt. Dann verschwindet die Botschaft von selbst. Also die Frage ist nicht, wie werde ich meine Krankheit los, sondern wie verstehe ich die Botschaft Krankheit? Was will mir mein schmerzender Körper sagen? Da wieder in die Details gehen. Und dann muss ich die Aufgabe ja noch lösen. Das heißt also, ich muss, wenn ich die Botschaft verstanden habe, muss ich das auch noch tun. Und wenn ich es tue, dann merke ich, verschwindet die Botschaft ganz von selbst und die brauche ich mich gar nicht kümmern. Das heißt, um die Krankheit brauche ich mich nicht kümmern. Die hat dann ihre Schuldigkeit getan, sobald ich sie verstanden und befolgt habe. Ich muss also nur die Botschaft verstehen und befolgen. Das ist alles, was zu tun ist. Und wenn Sie allein nicht weiterkommen, der Sami hilft Ihnen und dann werden Sie sehen, um die Botschaft Krankheit brauchen Sie sich gar nicht kümmern. Die verschwindet ganz von selbst, wie sie gekommen ist. Sie ist ja auch von selber gekommen. Die verschwindet auch wieder von selbst, sobald Sie sie erkannt und befolgt haben. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Ich sehe hier jetzt noch ein iPhone ohne Namen. Das ist die Dame mit dem purpurnen Halstuch. Weißt du, dass du gemeint bist? Nein, ich glaube nicht.
Ich war schon dran. Ach, du warst schon dran, ja, dann müssen wir die Hand runternehmen, tatsächlich, ja. Danke dir. Ja, dann nehmen wir die Janett. Liebe Janett. Jetzt. Oh, da ist aber eine Störung in der Leitung wieder mit dem Mikrofon. Probieren wir es nochmal. Kann ich jetzt hören? Jetzt geht's, wunderbar, ja. Sorry. Ich habe eine Frage, und zwar, ich bilde viele Yoga-Lehrer aus, schon seit vielen Jahren, und ich merke, seitdem ich einfach die Philosophie von euch, von Ihnen, Kurt Töpperwein, folge, merke ich, umso mehr hinterfrage ich, wie wertvoll und wichtig ist eigentlich die ganze alte Tradition. Ich sage jetzt mal die Sanskrit-Philosophie, der Buddhismus, weil immer mehr und mehr komme ich zu dem Entschluss, dass es ja so simpel ist, dass alles ja eigentlich das Bewusstsein, wenn man das einmal erkennt, wie einfach und simpel das ist. Und seitdem hadere ich so, was gebe ich meinen Schülern weiter in der Ausbildung, wie viel Philosophie ist eigentlich wichtig. Und deswegen würde es mich mehr wundern für Sie, wie hat da die alte Tradition auf Ihrem Weg eine Rolle gespielt oder wie, ja, wie kann ich mit diesem kleinen inneren Konflikt umgehen? Also, indem ich zunächst dem Konflikt dankbar bin, dass er mich aufmerksam macht auf die Diskrepanz, und dann, dass ich zu Bewusstsein komme und lebe ständig als bewusster Beobachter und damit in der Wahrnehmung. Und dann kann ich wahrnehmen, dass durchaus Teile der Tradition, der Philosophie, des Herkömmlichen hilfreich sein können und sinnvoll und auch richtig sind. Und dann kann ich erkennen, welche Teile sinnvoll sind, aber dann kann ich gleichzeitig das verbinden mit Bewusstsein und kann vermitteln, zu Bewusstsein zu kommen und selber in die Wahrnehmung zu kommen und so weiter. Und dann ist der Übergang auf einmal ganz fließend und selbstverständlich. Ja. Vielen Dank. Ganz wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich sehe hier den Josef. Ne? Hallo. Hallo an alle. Hallo, man hört dich. Hallo Sami, hallo lieber Kurt. Auch von mir ein riesen Dankeschön für diese ganze Academy. Die hat uns so weit gebracht im Leben, dass man das mit Worte gar nicht fassen kann. Jetzt habe ich tatsächlich auch eine Frage. Und zwar, wir haben zwei Kinder, eine vierjährige Tochter und ein siebenjähriger Sohn. Der geht ja auch zur Schule. Und meine Frage ist, wie kann man einem Kind erklären, dass er diese reinste Energie ist, so dass er diese Göttlichkeit auch beibehalten kann? Weil die Schule, die Umgebung, die reißen einem doch mit und prägen ihm eigentlich in eine andere Richtung, in diese menschliche Richtung mit all den Umständen. Kinder haben sich diese Umstände gewählt. Sie kommen also mit der Schule durchaus zurecht. Das ist gar kein Problem. Kinder tun aber nicht das, was wir ihnen sagen, sondern das, was wir ihnen vorleben. Also achten Sie nicht so darauf, was Sie ihnen sagen sollen. Das interessiert die wenig, sondern leben Sie es ihnen vor und leben Sie ihnen vor, dass es funktioniert. Das ist das überzeugendste Beispiel. Das heißt Erziehung durch Vorbild. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich sehe hier die Caro. Ja, hallo an alle. Könnt ihr mich hören? Ja. Super. Ja, ich habe mir jetzt die Frage gestellt, und zwar sind ja Tiere komplett bei Bewusstsein. Und ich dachte mir dann, wie können dann Tiere trotzdem Krankheiten bekommen? Also Tiere haben keine Möglichkeit der Entscheidung. Sie haben sich entschieden, als Tier zu inkarnieren, um Karma abzubauen. Das heißt also, sie bringen ihre unerledigten Hausaufgaben mit und wollen nicht hier neues Karma auf sich laden, neue Aufgaben schaffen, sondern sie wollen erst einmal ihre bisherigen Hausaufgaben machen. Deswegen kommen sie als Tier, und dann kommt kein neues Karma dazu, sondern sie erleben es nur ab. Aber sie können dann nicht mehr den königlichen Weg der Erkenntnis gehen, den ein Mensch gehen kann, sondern sie haben den Weg gewählt, das durch Leid aufzulösen. Das heißt, sie erleben ihr Karma und lösen damit die Energie auf, machen ihre Hausaufgaben und sind frei. Okay. Kann es dann auch sein, dass wir Menschen als Tiere inkarnieren im nächsten Leben, um Karma abzubauen?
Natürlich. Das kommt häufiger vor. Und wenn Sie manchmal einem Tier begegnen, dann sehen Sie, das ist menschlicher als mancher Mensch. Ja, total. Also, wow. Vielen Dank, Herr Tepperwein. Danke. Ja. Wunderbar. Liebe Kerstin, du bist hier zu sehen. Kerstin T. Ja. Bin ich auch zu hören? Ja, man hört dich. Mhm. Wunderbar. Ja, ich möchte auch meinen ganz herzlichen Dank aussprechen an Sie, Kurt. Ich habe mich sehr weiterentwickelt, einmal durch die Verbindung zu Ihnen und auch durch die Corona-Pandemie, interessanterweise. Ja, ich habe auch eine Frage. Und zwar gelingt es mir, schon ganz gut in der Wahrnehmung zu sein, immer wieder, also zumindest für eine gewisse Zeit, bis ich dann doch wieder in den Verstand reinrutsche und mich dann wieder sozusagen daraus begebe und wieder in die Wahrnehmung gehe. Was mir noch nicht gelingt, ist, meinen Verstand zu beobachten, also mein Denken zu beobachten und gleichzeitig in der Wahrnehmung zu sein. Das schaffe ich manchmal in der Meditation, dass ich meine Gedanken wie auf einer Leinwand oder einem Band beobachte. Aber so im normalen Alltag finde ich das eine ganz schwierige Übung. Also, das ist meine Frage, wie gelingt das? Sie haben es gerade schon die perfekte Lösung gesagt, durch Übung. Das heißt, wir sind es nicht gewohnt. Wir waren zu lange in der Identifikation mit dem Verstand und konnten den ja nicht gleichzeitig beobachten. Also wenn ich jetzt rausgehe in der Wahrnehmung, dann bin ich ja automatisch in der Beobachtung. Also wenn ich Beobachter bin, bin ich automatisch in der Wahrnehmung, weil ein Beobachter nimmt ja wahr. Also machen Sie es doch gerade mal, seien Sie ganz bewusst der Beobachter und schauen Sie mal, was Ihr Freund, der Verstand, gerade denkt. Wie fühlt er sich? Welche Meinung hat der? Und da bleiben Sie in der Trennung, können gleichzeitig aber bei ihm reinschauen, können alle Gedanken erkennen, alle Energien, die den Verstand bewegen. Und dann ist die Aufgabe gelöst. Dann sind Sie in der Wahrnehmung, brauchen Sie nur noch in der Wahrnehmung bleiben. Mhm. Ja, oder? Nein, nicht im Versuch steckt schon der Zweifel. Okay. Tun Sie es oder lassen Sie es? Ja, weil ja, das ist, wir sind zu lange gewohnt, in diesen alten Pantoffel ich rumzulaufen. Da rutschen wir also immer wieder rein. Das ist menschlich und verständlich, aber nicht hilfreich. Und deswegen hilft nur eins, so oft wie möglich in der Wahrnehmung bleiben. Und dann passiert ein Wunder, durch die Macht der Wiederholung entsteht eine neue Gewohnheit. Nämlich, wenn ich das 21 Mal gemacht habe hintereinander, dann ist die neue Gewohnheit entstanden, zu leben als Beobachter und nicht mehr in der Ich-Illusion zu sein. Und dann rutsche ich da auch nicht mehr rein. Aber diesen Übergang muss ich erst einmal schaffen. Dankeschön. Sami, ich höre dich nicht. Ah ja, vielen Dank für den Hinweis, lieber Kurt. Ich habe nur gerade angemerkt, da fällt mir das alte Märchen ein mit dem Krug voll Wasser und dem Scharfrichter, der dahinter läuft. Das beschreibt das sehr gut, in der Anfangszeit bei Bewusstsein zu bleiben. Das werden wir ja vielleicht nochmal neu. Die anderen kennen das aber nicht, aber du willst es ihnen gerade erzählen. Nee. Aber wir werden es noch veröffentlichen, glaube ich. Dann weisen wir darauf hin. Okay. Ja. Genau, das war die Kerstin. Dann haben wir noch die Nicole hier. Hallo, hallo an alle. Lieber Kurt Tepperwein, vielen Dank, dass ich heute eine Frage stellen darf. Und ich habe mich beim Unternehmen beworben, bei dem ich gerne anfangen würde. Und ich weiß, also ich soll jetzt einfach im Vertrauen bleiben und abwarten. Und ja, es fällt mir ein bisschen schwer. Ich habe, oder soll ich jetzt noch weiter Bewerbungen schreiben? Aber ich weiß, dass eigentlich der richtige Weg ist, einfach abwarten und vertrauen. Ja. Nein, das reicht nicht. Okay. Womit haben Sie verursacht, dass Sie diese Stelle bekommen?
gar nicht. Sie hoffen und sind im Vertrauen, dass es klappt. Das ist die Opferhaltung. Sie sind aber Schöpfer. Also, wenn das die richtige Stellung ist, das können Sie mit der Zielklarheit feststellen, gehört diese Stelle zu mir. Wenn sie zu Ihnen gehört, dann sollten Sie sie geistig in Besitz nehmen. Wie man das macht, haben wir vorhin gesagt, können Sie sich ja nochmal anhören. Und dann ist das Ihre Stelle. Dann nehmen Sie. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann einmal auch mich beworben habe, da war ich 20. Und dann hatte man mir, kam die Sekretärin raus nach einer Weile, nachdem ein paar vor mir dran waren und sagte mir, so, wir haben uns entschieden, die übrigen können nach Hause gehen, tut uns leid, diesmal ist die Stelle vergeben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne den Chef gerade noch mal sprechen, weil es ist ganz wichtig und dringend für diese Entscheidung. Dann hat er mich tatsächlich vorgelassen und reingerufen. Dann hat er gesagt, was haben Sie denn so Wichtiges? Sage ich ganz einfach, ich weiß, dass das meine Stelle ist. Wenn Sie sich anders entschieden haben, dann ist das ein Fehler. Und Sie werden das nach einiger Zeit sehen, dass Sie den Falschen gewählt haben. Also warum nicht gleich den Richtigen wählen? Schauen Sie noch einmal hin. Und er hat noch einmal hingeschaut und hat mich genommen und hat dem anderen abgesagt, das war meine Stelle. Also Sie müssen wissen, dass das Ihre Stelle ist und dann sollten Sie sie geistig in Besitz nehmen. Nicht hoffen und bangen und abwarten, sondern handeln. Woher weiß ich, dass das die richtige Stelle für mich ist? Ich weiß das überhaupt nicht. Sie als Bewusstsein wissen das, Sie können wahrnehmen. Aber wenn Sie nicht in der Wahrnehmung sind, dann nicht. Also kommen Sie zu Bewusstsein, Sie wissen doch, wie das geht. Erinnern Sie sich, wer Sie sind, leben Sie als bewusster Beobachter. Als bewusster Beobachter sind Sie in der Wahrnehmung. Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Frage, ist das für mich jetzt die richtige Stelle? Und dann nehmen Sie wahr, ob es das ist. Wenn nicht, kommt es ja nicht in Frage. Und wenn es das ist, dann nehmen Sie sie geistig in Besitz und dann ist es Ihre Stelle. Okay, danke schön. Ja, vielen Dank. Ich sehe einmal die Regine. Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ich habe eine Frage zu der kleinen und der großen Heilung. Hat mein Verstand das richtig verstanden, dass die kleine Heilung sowas ist wie täglich mein Essen segnen, bewusst sympathisch sein und diese Dinge, das ist das Kleine, wo ich mich darauf hinarbeiten könnte. Und das Optimalste ist die große Heilung, wenn ich einfach im Bewusstsein bin. Also dann brauche ich mir doch eigentlich überhaupt gar keine Gedanken mehr zu machen, weil dann das Optimalste zu mir kommt. Habe ich das so richtig verstanden, also mein Verstand so richtig verstanden? Also wenn Sie bei Bewusstsein sind, können Sie sich gar keine Gedanken machen. Dazu müssen Sie ja wieder in den Verstand gehen, denn nur mit dem können Sie sich Gedanken machen, aber dann sind Sie wieder nicht mehr bei Bewusstsein. Also Sie müssen sich schon entscheiden. Aber die kleine Heilung ist, wenn ich mit der Krankheit umgehe, wenn ich mir die Symptome lindere, wenn ich mir das angenehmer mache, das ist die kleine Heilung. Selbst wenn ich da zu einem Therapeuten gehe und der bringt die Botschaft zum Verschwinden, das Symptom löst sich auf, dann ist die Aufgabe ja nicht gelöst, weil sie gar nicht erkannt ist. Das heißt, die große Heilung ist, wenn ich die Botschaft verstanden habe und befolge, dann löst sich die Botschaft ganz von selber. Um die brauche ich mich nicht kümmern. Ich tue nur das Notwendige und löse damit die Aufgabe und die Botschaft, das Symptom verschwindet ganz von selbst. Das ist die große Heilung. Ich habe dich stumm geschaltet, liebe Regine, weil es ein Echo gab. Du musst nochmal anmachen, dein Mikrofon. Jetzt hören wir sie wieder. Ja. Okay. Ich habe diese kleine Heilung und die große Heilung
gar nicht unbedingt immer als auf den Körper bezogen verstanden, sondern einfach, das ist der Weg zum wahren Bewusstsein, dass wir immer hingucken, also wenn wir uns bewusst sympathisch machen und den Tag und das Essen segnen, dass das quasi so ein Übergang sein könnte, damit wir schon mal diese ganzen Geschichten, die dann zurückpassieren, also das Gesetz der Resonanz anwenden, dass das so quasi der Weg dahin ist, um schon mal so Erfolgserlebnisse zu haben. Solange Sie in der Ich-Identifikation sind, ziehen Sie die ganz normalen menschlichen Probleme in Ihr Leben. Und sobald Sie leben als erwachtes Bewusstsein, ziehen Sie nach dem Gesetz der Resonanz eben nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in Ihr Leben, die zu Ihrem erwachten Bewusstsein gehören. Und das ist die große Heilung. Okay, danke schön. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt hier die Birgit ist das, glaube ich, ne? Steht nur iPad. Kannst du dein Mikrofon noch anmachen, bitte? Jetzt. So, jetzt bin ich das? Jetzt hört man dich, ja. Guten Morgen an alle. Ich habe eine Frage zu dem Lichtkleid. Und zwar, soll das eine bestimmte Farbe haben oder ist das egal? So, jetzt ist hier. Jetzt haben wir hier eine Bildschirmteilung. Kannst du bitte die wieder ausmachen, liebe Stefanie? Liebe Stefanie, du hast den Bildschirm geteilt. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist irgendetwas nicht in Ordnung. So, kleinen Augenblick. Das nehmen wir nachher raus. So. Ich glaube, jetzt ist es wieder richtig. Ja. So, liebe Stefanie, bitte nicht nochmal diesen Knopf drücken mit der Bildschirmfreigabe. So, bitteschön. Okay, hört man mich? Ja, man hört dich. Mhm. Okay, ich sehe, ja, jetzt sehe ich dich wieder, Sammy. Erstmal Dankeschön, danke, dass ich heute auch dabei sein darf. Und liebe Kurt, was ich Sie gerne fragen möchte, es ist eine ganz neue Materie für mich, weil ich habe Sie vor 3-4 Tagen im Internet entdeckt und habe mich dann entschieden, dabei zu sein. Es ist schon eine Sache, was mich immer lange interessiert hat. Ich habe mich auch hin und wieder damit beschäftigt, aber bin noch lange nicht so weit. Das heißt, ich muss wirklich erst mal ins Bewusstsein kommen, muss mich damit identifizieren, muss trainieren, üben und Wissen aneignen. Aber was mich heute sehr stark belastet. Hallo? Ja, man hört dich noch. Okay. Stell mal die Frage in einem Satz, liebe Birgit. Genau. Damit können wir die gleich behandeln. Mhm. Okay, und zwar, meine Mutter ist gestern mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen. Meine Frage ist, kann ich sie denn in ihre Gesundheit auch unterstützen? Also unterstützen meine ich jetzt halt Wirkung. Nicht verursachen meinst du, verursachen, ob du etwas verursachen wirken, kannst für sie. Dass ich für sie, ja genau, was verursachen kann. Ja. Oder das war also die Frage, ob du für jemand anders etwas verursachen kannst. Genau. Hatten wir schon ein paar Mal die Frage, ja. Also kann man nicht, sollte man auch nicht, sondern jeder ist autonom und jeder hat die Freiheit, selbst zu entscheiden. Was sie aber tun können, ist ihrer Mutter Liebe schicken. Energie, Lebenskraft, Vitalität, Lebensfreude, schnelle Genesung, also wohlwollende, liebevolle Energie schicken. Das ist wie jemanden, dem man Geld überweist und überlässt ihm, was er damit macht. Aber das erleichtert dann seine Situation. Das heißt, in dieser Situation kann sie Vitalität und Lebensfreude gut gebrauchen. Und die können Sie ihr natürlich schicken. Können Sie auch schicken? Was? Können Sie das auch schicken? Hat man die Möglichkeit, dass, also nicht nur ich, weil das eine Bezugsperson ist, sondern kann auch eine andere Person das schicken? Sie als Seele, ich als Seele? An wen können Sie Geld überweisen? An wen Sie wollen? An jeden. Jeder kann an jeden überweisen. Ja? Und das geht auch mit Energie natürlich. Das kann jeder für jeden tun. Das beeinträchtigt ja nicht die Willensfreiheit des anderen, sondern sie bieten ihm nur bessere Möglichkeiten und er entscheidet, wie er damit umgeht. Darf ich Sie um diese Energie bitten?
Also, ja, Birgit, das muss tatsächlich, also erstmal. Ich glaube, er hat mich nicht verstanden oder ja. Ich habe mich nicht ausgedrückt. Also, die Person, genau, kurz, sorry. Das brauchen Sie nicht, sondern hören Sie auf, Sie bleiben ein Opfer und meinen, Sie können das nicht richtig und ein anderer kann das besser. Nein, wir alle sind vollkommenes, ewiges Sein. Keiner ist besser, größer, stärker als der andere. Also, Ihre Mutter liegt Ihnen am Herzen, sonst würden Sie die Frage nicht stellen. Also sind Sie der qualifizierteste Mensch, ihr diese Energie zu schicken. Und deswegen sollten Sie das tun und Sie können sicher sein, dass sie ankommt und wirkt. Dankeschön. Wunderbar. Ja, lieber Kurt, wir haben auch schon eine Stunde rum. Und, allerletzte Frage noch. Allerletzte Frage. Möchtest du dein Mikrofon noch mal ein bisschen zum Mund machen? Das ist eben verrutscht, glaube ich. Noch ein bisschen höher. Wenn du möchtest, lieber Kurt. Das ist so ein bisschen nach unten. Wenn du es so ein bisschen höher machst, wieder zum Mund, dann hört man okay. Dich wieder. Ja, jetzt hört man dich wieder besser. Ja, gut. Ja, dann nehmen wir noch eine letzte Frage von der Dorothea. Ja, hallo. Eine Frage so habe ich gar nicht. Ja, hallo, lieber Kurt. Hallo, lieber Sami. Hallo, ihr Lieben. Ja, lieber Kurt, ich möchte dir danken dafür, dass du das, was du bist, nämlich wirklich die reinste, vollkommenste Liebe, einfach lebst. Und für mich ist das Bewusstsein ja Liebe und du verbreitest damit so viel Freude. Also ich habe jetzt gerade so das Herz voller Freude und ich danke dir, dass du für dein Vorleben und dein Leben überhaupt uns und jeden Einzelnen zeigst, dass jeder so, wie er ist, von Gott gewollt ist, einzigartig und dass wir letztendlich nur Liebe sind. Und all das, was wir hier erleben, eben unsere Erfahrungen sind, so wie gerade die Dame vor mir, das wird alles gut werden. Es wird nicht immer so, wie wir das denken für andere, aber es wird so werden, wie es für den anderen und für mich gut ist. Und da bin ich dir sehr, sehr dankbar für, weil das schon seit meiner Kindheit ein Traum ist. Jeder ist so, wie er ist, gut, einfach nur Liebe. Und du bist die Liebe total in Essenz und lebst das. Wir sind alle totale Liebe, aber du zeigst uns den Weg dahin. Und ja, manchmal, wir sind eben Menschen, wir Menschen und auch mir passiert das immer wieder, dass ich so in meine menschliche Geschichte komme und ich mache auch meine Erfahrungen. Aber manchmal denke ich, vielleicht muss das auch sein, weil ich ja schließlich, ich bin auch nur Mensch. Aber tief in mir drin. Da müssen wir eigentlich eingreifen. Wir sind keine Menschen, aber ich glaube, wir verstehen, was du meinst. Hier auf der Erde, ne? hier auf der Erde, verstehe ich mich. Aber tief in mir drin weiß ich, dass ich Liebe bin. Und das weiß jeder. Das weiß jeder von euch. Und danke, lieber Kurt, dass du das so auf den Weg bringst, gerade in dieser Zeit, wo die Liebe erwachen wird und die Liebe siegt, weil wir alle Liebe sind. Jeder. Danke. Es geschieht deswegen, weil die Aufgabe erst erfüllt ist, wenn der Letzte zu sich selbst erwacht ist. Und deswegen müssen wir ganz geduldig und miteinander liebevoll bleiben, bis es auch der Letzte geschafft hat. Ja, danke. Und bis dahin bedanke ich mich auch bei allen. Eine gute Zeit und bis demnächst mal wieder. Danke. Namaste. Danke. Vielen Dank. Danke schön. Schönen Sonntag an alle. Danke. Schönen Tag. Tschüss.